Unboxing. Jetzt wird endlich mal alles ausgepackt. Ich habe sogar noch eine Idee. Wir müssen doch ein professionelles Unboxing machen, Marius. Ich wusste, dass du den holst. Ja, Mann, du kennst mich zu lang. Der muss unten durch. Und auf dem 5-Euro-Tisch hier unboxen wir jetzt 34.000 Euro Technik. Okay, also, kurze Erklärung. Phoenix Level 2 wollen wir komplett neue Tracking-Technik nehmen. Deswegen haben wir bei OptiTrack ein bisschen geshoppt. Das ist das beste Tracking-System, was es weltweit gibt. Das Herzstück davon sind diese Kameras hier. Einzelne Kamera kostet $3.500. Ich habe gerade geschaut, aktuell kosten sie sogar 4.000 Euro, wenn du die importierst. Das heißt, sie haben noch einen Schnapper gemacht. Oh Gott. Diese Kameras hier können optisches Tracking machen. Das heißt, diese Kameras können verfolgen, wo was hinläuft. Und zwar auf eine Genauigkeit von 0,15 mm bis zu einer Geschwindigkeit von 240 km/h. Und davon haben wir 6 Stück. Ja, eins. Ey, ohne Scheiß. Ey, ich glaube, mein Konto hat noch nie so sehr geblutet wie da. Ohne Spaß. Aber es ist auch schon ein schönes Blut, also das ist, ihr müsst auch verstehen, das ist jetzt ohne Sponsor oder so. Das ist einfach nur, weil ich unglaublich an Next Level glaube, habe ich da rein investiert. Kein neues Auto gekauft so oder so, sondern das halt. Das ist übrigens auch nur der Anfang von dem Tracking-System. Das ist nur das, was wir zum Testen brauchen hier. Das große Tracking-System für die Halle später und für das Event wird wahrscheinlich aus zwischen 30 und 40 so einer Kameras bestehen. Also, wenn ihr spätestens jetzt merkt, ihr Next Level 2 wird komplett dumm. Und riesig. So, und riesig. Und für alle, die es übrigens noch nicht gesehen haben, diese Kameras wir auf dem Hauptkanal jetzt schon aufgehabt. Genau, wir packen es gerade aus und hängen das jetzt hier in den Next Level 2 Raum rein. In den Karton ist aber noch eine Menge andere Scheiße drin. Zum Beispiel das ist dieses Ding hier. Ah, ich weiß nicht, was es ist. Das ist der Kalibrierungsstab. Jetzt Schätzung, wie teuer ist ein Stab mit 2 Pinöppeln dran? Und 3 Ersatzpinöppeln. Wie teuer ist so ein Ding? Passi, schätz mal. $560 oder so? Ja, ja. Ich glaube, irgendwie sowas. Der Stab funktioniert quasi so, dass man das Ding hier drauf packt. Und dann, wenn alle Kameras aufgehangen sind, wedelt man damit so durch den Raum und kalibriert damit die Kameras, sodass das Tracking eingestellt wird. Übrigens, hier dran kann man auch ganz gut erklären, woran die Kameras funktionieren. Und zwar gibt es hier diese kleinen Bällchen und die reflektieren in einer ganz speziellen Infrarotfrequenz. Und genau diese Infrarotfrequenz können diese Kameras halt aufnehmen und verfolgen. Captures to your vision? I capture my vision. Das ist das hier. Ah, ich glaube, das sieht aus wie ein Micron Series. Ich habe halt mich von denen, ich habe mega viel mit denen telefoniert, mich halt beraten lassen, was wir halt alles brauchen. Ah, ich glaube, das ist so ein, auch so ein Kalibrierungsding für den Boden. Ah. Das legst du auf den Boden, um halt um dann noch einen geraden Boden zu erzeugen quasi. Das legst du quasi auf den Boden und damit sagst du dem Tracking-Software, Alter, das sieht so funky aus, wie die Dinge reflektieren hier. Das legst du quasi auf den Boden und damit sagst du der Software, hier ist der Boden. Und darauf steht alles. Und da siehst du dann auch, wie schief der Boden eigentlich ist. Genau. Das, glaube ich, muss man nämlich auch reinkalibrieren dann tatsächlich. Oh, hier kommt meine Abteilung. Ganz viele LAN-Kabel. Netzwerkkabel 1, Netzwerkkabel 2. Netzwerkkabel 3, Netzwerkkabel 4, Netzwerkkabel 5, Netzwerkkabel 6. Weil diese Kameras, man denkt erstmal so, ey, es ist der übelste Hightech, weil das wird halt sonst, ich weiß, ich habe schon 100 Mal gesagt, aber das wird halt sonst in Hollywood einfach benutzt. Also so ein Traum, den ich hatte, seitdem ich mit Videos angefangen habe, mit so einer Technik rumzuhantieren. Die haben nur einen Anschluss und zwar LAN-Kabel. Das heißt, da geht einfach ein LAN-Kabel rein und das macht alles. Ach so, und was die Kamera auch noch haben, was ich euch erzählt habe, hier vorne dieser Ring, das ist eine Infrarotlampe. Ja. Damit wird quasi genau in der richtigen Frequenz diese Strahle angeleuchtet. Und quasi, wenn es aufgebaut ist, muss es dann später so sein, dass diese 6 Kameras hier im Raum positioniert sind. Richtig. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es sogar schon so. Also in der Zukunft. In der Zukunft. Wenn ihr das Video seht, ist das schon so. Das heißt, ihr könnt das System jetzt auf dem Hauptchannel in Einsatz sehen. Und dann müssen diese Dinger eigentlich alle an einen Switch angeschlossen werden. Der auch irgendwo, ich vermute, eher hier genau, ist. Genau, weil wir haben halt noch extra. Also fangen wir erstmal noch was anderes an. Ach, noch ein LAN-Kabel. Und? Was sind das? Ah, ich weiß, wofür das ist. Ich kann es dir gleich zeigen, was das ist. Erstmal noch, on the point, on the Thema of Tracking. Das wird das Tracking-Herzstück neben den Kameras. Und zwar Active Packs. Ich habe euch ja gerade diese kleinen Bällchen gezeigt. Das ist quasi die Hightech-Version davon.
Diese Dinger hier sind nicht einfach nur Bällchen, sondern das sind LEDs. Und diese LEDs flackern in einer ganz, ganz bestimmten Frequenz, die synchronisiert mit der Kamera ist. Und dadurch sind die halt lichtwiderständig. Das heißt, auf die Dinger kannst du ein Strobolicht draufhalten und das Tracking funktioniert trotzdem. Wir können auch Haze nehmen. Wir können auch Haze nehmen. Wir können halt Lichteffekte. Das Problem, alles, was wir bei Next Level 1 hatten, dass alles blau sein musste, gibt es mit diesen Dingern hier nicht mehr. Und das Geile ist, egal an was du das dran machst, zum Beispiel hier an den Arm, an den Rücken, an die Füße, an die Kamera, an irgendeinem Spielgegenstand, wird getrackt, eben auf diese 0,15 mm genau und in allen Achsen, die man sich vorstellen kann, weil es halt genau 4 Punkte hat. Wieder mal eine Preisfrage. Wir haben aktuell 4 Stück davon. Wie teuer? Wir haben 6, oder? 4. 4? Ich bin kein Scheichmann. 2000. Ja, 4 Stück kosten 2000. Und ihr müsst euch vorstellen, pro Spieler bei Next Level brauchen wir 5. Deswegen also findet Next Level 2 mit nur 2 Leuten statt. Spaß. Ihr merkt schon, das Ganze ist insane teuer und deswegen, ihr werdet auch sehen, wir werden in Zukunft auch mit einigen Partnern zusammenarbeiten, um das halt überhaupt möglich zu machen. Weil wir wollen das geilste, nicht nur das geilste VR, sondern das allergeilste Event überhaupt auf Twitch machen. Satisfying. Das ist die Active Base Station, was nämlich diese Dinger auch noch können, im Gegensatz zu den normalen Bällchen. Jedes dieser Dinge hat eine ID, was für mich als Programmierer heißt, geil, wenn ich das einmal als rechte Hand programmiere oder als, keine Ahnung, Schuriken, dann wird das für ewig so eingespeichert und damit das so bleibt und alles synchronisiert bleibt, gibt es diese Antenne hier, die das Ganze mit dem ganzen System an einem Timecode hält. Ihr merkt schon, es ist verdammt viel Technik. Damit das überhaupt alles funktioniert, muss es halt in einen starken Rechner rein. Normaler Netzwerkanschluss, also normaler LAN-Anschluss für einen normalen Rechner, reicht für das System hier nicht aus. Deswegen gibt es nochmal eine extra Netzkarte, die man halt einbauen muss. Und viele haben in dem ersten Video mit dem Schwert auch gesagt, hä, warum nehmt ihr auf einmal dieses Inside-Out-Tracking wieder, also das Tracking vom Headset? Nehmen wir nicht. Wir haben nämlich die Headsets, die wir ausgewählt haben, nicht danach ausgewählt, ob sie das beste Tracking haben, sondern ob sie die beste Auflösung haben. Weil wir das Tracking von den Headsets komplett ausschalten werden und diese speziell angefertigten Hüllen nutzen werden, die man halt auf das Headset drauf machen kann. Und hier drin ist quasi genau verbaut wie hier so eine LEDs, die dann vom System getrackt werden können. Das heißt, das kommt aufs Headset drauf und dann wird das Headset halt auch von den Kameras verfolgt und hat eben dann auch eben diese 0,15 mm Genauigkeit. Das heißt, es gibt kein Drifting, kein Floating, keine Motion Sickness. Diesmal keine Kompromisse, wir wollen das beste VR-System bauen, was man bauen kann. Das ganze Zeug hier. So. Ich habe die Dinger verstanden. Du hast die Dinger verstanden? Ja, und zwar, als ich die gesehen habe. Diese Leuchtbällchen hier haben wir nochmal einzeln geholt, zusammen mit so einen Sticks hier, wo man die dann drauf drehen kann. Und das Schöne daran ist, wir haben das in verschiedenen Höhen. Pass auf, weißt du, was das bedeutet, wenn wir das in verschiedenen Höhen haben? Bessere Tracking-Daten? Richtig. Weil, was das System kann, ist halt die Anordnung in der Tiefe verstehen. Das wird jetzt ein bisschen technisch. Und zwar versteht das System, dass dieser Stift hier niedriger ist als dieser Stift. Und dann kannst du dem System sagen, diese Anordnung an Stiften ist immer zum Beispiel der linke Fuß. Oder auch Parallaxe kann dadurch getrackt werden. Das heißt Tiefeninformation. Sehr fancy shit. Und das sind im Grunde genommen Tracking Points. Das hier ist das hier als Aufkleber. Ja, die können wir dir jetzt überall hier raufkleben oder sie auf einen Ball kleben. Oder an deine Cappy. Oder und whatever. So weiter und so genau. Fort. Das Geile an diesem Tracking-System, und deswegen ist es halt wahrscheinlich auch so insane teuer, jedes Objekt, egal welches, kannst du halt mit diesem System tracken. Es ist völlig egal, was es ist. Ihr könnt eine Ananas nehmen und die damit tracken. Also es ist halt insane geil. Ich hab's gefunden. Der Switch. Der Switch. Warte, wir haben noch nicht alles gezeigt hier, ne? Wir haben das noch. Das ist auch für diese Bälle, nur um die auf Oberflächen zu machen. Und das hier. Haben die so hinzustellen, oder was? Ja, ja, genau. Und das hier ist für die Packs, um. Ah, jetzt verstehe ich, wo die. Die
an den Armband zu machen. Ja, sieht aus wie so Gürtelschnallen quasi. Genau. Einfach, ja. Das sind quasi so Gürtelschnallen für diese Dinger, dass man die zum Beispiel einfach an den Arm oder an den Fuß dran machen kann. Puh, Alter, ist das für Zeug. Ich bin gespannt, wie wir das alles aufbauen. So, und was wir nämlich auch noch brauchen, weil ihr habt ja gesehen, das ganze System läuft über LAN, brauchen wir einen echt verdammt schnellen Switch. Ja, der hat, glaube ich, 10 Gigabit, ne? Ja. Also. Der Scheller, man muss auch alles mindestens Cut 7 machen. Ja, also das interne Netzwerksystem von diesem Ding, das wird auf jeden Fall... Schnell und genauso schnell, der Trick wird halt später, das läuft dann halt quasi in einen Rechner rein, der nur das Tracking ausrechnet. Und da brauchen wir noch einen zweiten Game-Server, der quasi die Spielelogik ausrechnet. Und das muss halt alles synchronisiert werden. Worauf sich dann zum Beispiel die Rucksäcke, die ihr in dem anderen Video schon gesehen habt, drauf einloggen. Genau. Ja, das ist eigentlich ein Standard-Switch einfach. Ja, aber das ist auch schon, Netgear ist schon ein schöner Switch auch. Ja, das ist einer aus der Business-Reihe halt. Der schellert schon. Genau. 24 Kameras können wir mit einem so einem Switch machen. Das heißt, wenn wir später bei Next Level, werden wir wahrscheinlich 3 so einer Dinger haben. Ja, da gibt es dann halt, das findet man dann im Wiki und so, da habe ich mich schon mal ein bisschen belesen, da musst du dann halt teilweise einzelne Strukturen aufbauen, dass du halt die linken Kameras über einen Switch laufen lässt, die rechten und die laufen dann nochmal in einem zusammen. Und es ist wirklich Next Level. Es fehlt noch eine wichtige Sache und zwar ein 1000 € USB-Stick. Ah, hier. 1000 € USB-Stick, der ist wichtig fürs System. So, haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles einmal ausgepackt. Hier sind noch Lizenzen drin, weil, ne, das funktioniert nicht ohne Lizenzen. Alter, hier stehen jetzt 34.000 € auf dem Tisch, ne? Ey, das ist komplett gestört. Das ist krass, gestört. Es sieht auch gar nicht so viel aus. Und es reicht, dumm gesagt, gerade mal für diesen Raum hier. Genau, also das ist die Minimalkonfiguration für diesen Raum hier. Das Kleinste, was du machen kannst. und das werden wir jetzt Stück für Stück bis Next Level 2 halt immer erweitern. Ich hoffe, ihr seid genauso excited wie wir auch, das jetzt mal richtig zu testen, Mann. Ich bin sehr gespannt und ich habe richtig Bock, das aufzubauen. Ich muss wirklich echt nochmal riesen Dank an euch sagen, weil es echt nicht selbstverständlich ist, dass wir auch die Möglichkeit kriegen, mit sowas hier zu arbeiten. Das ist für jeden technikaffinen Menschen ein feuchter Traum hier. Ich bin auch ganz ehrlich, war natürlich auch ein hartes Investment so, wo ich echt auch monatelang recherchiert und überlegt habe, weil, wie gesagt, das ist jetzt kein Sponsor, der das hier irgendwie bezahlt, sondern das ist einfach aus eigener Tasche. Ich hoffe einfach, dass es so genau und geil ist, wie ich es mir vorstelle. Ja. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht für Ideen habt, was ihr mit so einem Tracking-System machen würdet. Das war das erste Unboxing, was ich jemals gemacht habe und wahrscheinlich das teuerste, was ich jemals machen werde. Peace, Mann.